Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen. Erstmal gemütlich hier hinsetzen. So, warte. Ich brauche echt einen neuen Gaming-Stuhl. Oder irgendeinen neuen Stuhl. Kleiner Tipp vorab, wenn ihr einen Gaming-Stuhl kaufen wollt, das habe ich damals, als ich diesen hier gesucht habe. Wenn ihr bei Google und so Gaming-Stuhl eingebt, zahlt ihr einfach das Dreifache, als wenn ihr einfach nach Bürostuhl guckt und euch einen nehmt, der aussieht wie ein Gaming-Stuhl. Das hier zum Beispiel ist ein Bürostuhl, der ungefähr ein Drittel gekostet hat von diesen ganzen Noble-Chairs-Stühlen und ist eigentlich genauso, aber jetzt nach 2,5 Jahren durchgesessen. Kleiner Tipp vorab, kommen wir aber zum interessanten Thema. Ich habe meinen YouTube-Kanal vor 2,5 Jahren, habe ich glaube ich, oder 3 Jahren das allererste Video damals aufgenommen. Das war in Black Ops 3 meiner Meinung nach, ohne Kamera, ohne alles. Heute hat man so wie hier eine Sony Alpha, DSLR-Kamera, Mikrofon, alles. Damals das erste Video habe ich aufgenommen, einfach nur mit dem Headset über die PlayStation und über Share Factory. Es ist so eine gratis Software auf der PlayStation. Und generell dazu gekommen, dass ich überhaupt mit Videos anfange, war ganz ursprünglich, weil ich alte deutsche YouTuber gesehen habe, die zu Zeiten von Call of Duty Ghost sozusagen mit YouTube schon begonnen haben. Und viele von euch kennen die wahrscheinlich gar nicht und viele von haben leider mittlerweile aufgehört. Da passieren so Dinge wie man wird Vater oder sonstige Sachen. Einer davon war Cass, Carsten war das. Der war einer der krassesten deutschen Call of Duty Ghost Spieler. Und ich fand das einfach geil, dass der in seinen Videos damals, die natürlich nicht die Qualität hatten, die die Ausrüstung und Videos heute von YouTubern haben, dass der einfach Leuten geholfen hat. Und genau das habe ich auch die letzten Monate weniger eigentlich gemacht, weil ja, es gab einfach viel zu viele Themen, die man in Cold War, in Modern Warfare, in Warzone etc. ansprechen konnte, musste, wollte. Ist ja jedem Content Creator seine eigene Entscheidung. Und ich habe auch nie Bock gehabt, hier einfach nur zu sitzen und jeden Tag ein Video darüber zu machen, über irgendwelche Scheiß-News und wieder 9 Minuten zu strecken oder 8 Minuten und das jeden Tag. Ich habe auch keinen Bock gehabt, in den Stream zu sitzen, wo jeden Tag der Titel ist: Heute neues Update. Ja, wer sich's angucken möchte bei bestimmten YouTubern, kann das gerne machen. Ich finde das einfach nur nervig. Deshalb, Leute, haben wir heute was Interessantes und da klicken wir einmal hier rüber. Es gibt in Warzone verschiedenste Möglichkeiten, sein Loadout zu bespicken. Das geht mit verschiedensten Waffen, mit verschiedensten Aufsätzen, mit verschiedensten Granaten und eins der Hauptthemen neben der Waffe selbstverständlich oder den Waffen ist die Auswahl der Perks. Und ich weiß, dass einige von euch Perks benutzen, die meiner Meinung nach unsinnig sind, beziehungsweise anders formuliert, es gibt Perks, die einfach schlecht sind in Warzone, die da im Prinzip, so wie sie aktuell sind, nicht gut sind. Und das zeige ich euch hier einmal. Ihr könnt auf der Seite warzoneranked.com Loadouts euch angucken, wie viel Prozent der Spieler sich die verschiedenen Perks im Prinzip in ihren Loadouts nehmen. Eine wichtige Info dazu, was ihr hier seht, sind, wie viele Prozent der Spieler nehmen dieses Loadout oder nehmen dieses Perk und welche KD wird mit diesem Perk im Schnitt erreicht. Das ist nicht 100%, dass man sagen kann, jetzt zum Beispiel auf Platz 1, Double Time, ist mit 44,5% das meist genutzte Perk aus der ersten Kategorie. Durchschnitts-KD dort ist 1,08. Da muss man immer bedenken, dass dazu ja noch 2 andere Perks kommen, weshalb diese KD auch durch die anderen Perks nach oben oder ja nach unten gehen kann. Gucken wir uns die erste einmal an, schauen darüber und die 5 schlechtesten picken wir uns heute raus und ich werde auch Ideen dazu einbringen und ihr könnt auch gerne eure Ideen mit reinschreiben, um diese 5 schlechtesten Perks im Prinzip besser zu machen. Platz A, also wir gehen heute von den schlechtesten aus und wenn ihr Lust habt, dass wir uns auch die 5 meistgenutzten und die 5 besten angucken und vielleicht gucken, ob auch die eventuell geändert werden können, schreibt das gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, Leute, würde mich riesig drüber freuen. Bei 200 Likes werden wir auf jeden Fall im nächsten Video die 5 besten Perks dazu nehmen. Schauen wir uns im Prinzip aus den Kategorien erstmal jeweils die 2 schlechtesten an und dann entscheiden wir, welche 5 wir heute behandeln. In der ersten Kategorie haben wir auf Platz 5 Killchain und auf Platz 6 Scavenger. Das heißt, Killchain wird von 1,6% der Spieler benutzt. Und ich zeige euch mal, was Killchain, also Abschusskette, und Scavenger, also Plünderer, machen. Ist eigentlich selbsterklärend und dann gucken wir mal, warum so wenig genutzt wird. Plünderer ist relativ einfach. Munitionsnachschub bei toten Spielern. Und dazu Abschusskette gilt hier für Warzone. Erhöht die Chance, Abschussserien in Vorratskisten zu finden. Also
Drohnen, Cluster-Strikes, Precision-Airstrikes. Keine Auswirkung in Warzone Rumble, ist so eine Zusatzinfo dazu. Gehen wir einfach nochmal zurück und gucken, was wir für Prozentzahlen haben und was für eine KD ist damit. Killchain mit 1,6% der Spieler nur, die das wählen, und einer durchschnittlichen KD von 0,76. Dazu Scavenger noch schlechter, 1,3% gewählt, 0,69%. Bevor wir auf die einzelnen 5 losgehen, gucken wir uns in der zweiten Kategorie an, welche Beine auf den letzten beiden Plätzen sind. Und das ist Hardline und Pointman. Und auch bei Hardline und Pointman gucken wir uns an, was die beiden eigentlich so wirklich machen. Das eine ist Punktefreund. Alle Mitglieder ihres Teams erhalten für abgeschlossene Missionen mehr Geld. Scavenger-Aufträge, wenn ihr Kopfgelder macht, wenn ihr Recon-Missionen macht, egal welche Mission ihr macht. Hardliner sagt 25% auf Abschussserien, Feldaufrüstung und Panzerplatten. Wenn ihr euch also Abschussserien oder Panzerplatten kauft, kosten die weniger. Und während wir uns jetzt die zweite Kategorie angeguckt haben, gucken wir uns auch die dritte Kategorie an. Das ist Schrapnell und Spotter. Schrapnell mit 2,8% der Spieler, die es nutzen, und 0,71 als Durchschnitts-KD. Und Spotter, 2,2% der Spieler nutzen das nur, mit 0,75%. Wenn wir uns die Prozentzahlen angucken, fällt eins auf. Wir haben im Prinzip 3 klare Gewinner oder Verlierer in dem Fall. Das sind jetzt in dem Fall nicht die 5 mit prozentual am wenigsten Usage, aber die 5, die, wenn man sich nur die letzten beiden schlechtesten aus jeder Kategorie anguckt, mit dabei sind. Lasst uns also einmal gucken, warum ist Killchain und Scavenger zum Beispiel so schlecht, warum wird es nicht genutzt und wie kriegt man es besser hin? Bei Plünderer ist es, glaube ich, ein relativ einfaches Thema. Egal, ob man den Gegner tötet, ob man Ground Loot aufnimmt oder. Munition in einem Battle Royale in Warzone findet man eigentlich überall. Es gibt im Prinzip keinen Grund, Plünderer zu nehmen, während man die Option hat, dass man stattdessen kaltblütig Eiltempo für doppelten oder schnelleren Taktiksprint und längeren oder KLD, also IOD oder auch Panzerweste, wie ihr es nennen wollt, Kugelweste. Es gibt keinen Grund, das darüber zu nehmen. Wenn ihr gerade wieder reinspringt, ihr kommt aus dem Gulag wieder, ihr seid wieder zurückgekauft worden und habt Angst, dass ihr jetzt gleich in einem Gunfight seid mit eurem Loadout, das ihr holen könnt, kann man immer eine Waffe nehmen, die einfach fully loaded hat, so wie bei den Modern Warfare Waffen, wo ihr die Möglichkeit habt, euer Loadout zu nehmen und direkt volle Munition zu haben. Das heißt, Plünderer macht keinen Sinn. Wann, kleiner Vorschlag von mir, Plünderer Sinn machen könnte. Das Problem ist, viele Leute wollen entweder Auffüllen haben oder Geist als zweites Loadout. Und Geist gewinnt einfach, weil es gegen Drohnen schützt, gegen die Advanced UAVs immer noch schützt und gegen den ganz normalen Sensor. Würde man Plünderer dazu benutzen, dass man auch Granaten wieder auffüllen kann, nicht, dass man über eine Leiche und dann sofort wieder eine Granate hat, aber pro Leiche, dass ihr einmal drüber laufen könnt, Munition ganz normal einsammelt, auch wenn er vielleicht gar keine selber hat, und zusätzlich eure Granaten dadurch wieder auffüllen, dann wäre es, glaube ich, ein Perk, was weiter vorne wäre, und es würden Leute überlegen, ob sie Alltempo oder KRD rausnehmen, stattdessen Plünderer nehmen. Als zweites haben wir Abschusskette. Und Abschusskette, ich habe es eben gesagt, erhöht die Chance, Abschussserien in Vorratskisten zu finden. Generell ist das ja eigentlich ein gutes Perk. Es erhöht die Chance für mich, dass ich umsonst aus einer Kiste, die ich sowieso beim Looten irgendwann öffne, eine Drohne bekomme, einen Cluster Strike, einen Precision Airstrike oder. Das Problem, weshalb selten Leute dieses Perk tatsächlich nutzen, ist, wenn ich eine Drohne finde, kann ich die sofort nutzen und es ist von Vorteil. Wenn ich aber einen Cluster Strike finde, ja, was mache ich dann? Wenn ich ihn nicht sofort setzen kann, kann ich noch 10 Kisten öffnen, wo 10 Cluster Strikes drin sind. Wenn da kein Gegner unmittelbar ist, hilft mir das nicht. Das heißt, man hat eigentlich einen Perk, was einem durchgängig nicht hilft und wo man nicht kontrollieren kann, ob es einem immer hilft. Vielleicht bekomme ich auch 5-mal eine Drohne, obwohl ich jetzt einen Precision Airstrike brauche. Stattdessen gibt man sowas wie Alltempo auf. Das ist für mich der Grund, warum es die Leute nicht nutzen. Um das Ganze sinnvoller zu machen, wäre es meiner Meinung nach, wenn man die Chance hätte, mit Abschusskette 2 Streaks gleichzeitig zu haben. Zum Beispiel, dass man eine Drohne haben kann und einen Precision Airstrike. Ich weiß nicht, ob das Perk dann vielleicht zu stark wäre, würde aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass Leute es eher nutzen würden.
Aus der zweiten Kategorie ist es sowieso schwierig. Wir haben Geist, Auffüllen und Overkill. Das sind im Prinzip die drei Hauptrenner, die wir dort haben. Alarmiert ist so der hässliche vierte, kann man fast sagen, obwohl es gar nicht so schlecht ist, das Perk. Das ist aber ein anderes Thema. Hardliner, habt ihr gesehen, wird auch kaum genutzt. 25% auf Abschussserien, Panzerplatten und Feldaufrüstung. Das heißt, ihr spart, wenn ihr euch Abschussserien kauft, ein bisschen Geld. Ihr spart, wenn ihr euch die Panzerplatten kauft, ein bisschen Geld. Es ist aber nicht annähernd sinnvoll, das zu nehmen, wenn man stattdessen keinen Geist hat oder kein Auffüllen oder kein Overkill. Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100%, wie man das wirklich viel besser machen kann. Ein Anfang wäre es aber, dass man die Kosten für Abschussserien und Panzerplatten, ebenfalls für die Panzerplattenkisten und Munitionskisten, nicht um 25% reduziert, sondern um 50%. Wenn ich mir Drohnen durchgängig kaufen kann mit meinem Loadout für anstatt 4.000 nur noch 2.000, dann, liebe Freunde, ist das ein Perk, was man zumindest in der Endphase von dem Game oder vielleicht auch am Anfang eher nehmen kann als aktuell Geist, was einfach unangefochten auf Platz 1 steht. Dann haben wir ja aber auch noch Punktefreund als zweiten, den wir damit reinnehmen. Punktefreund, alle Mitglieder ihres Teams erhalten für abgeschlossene Missionen mehr Geld. Ehrlich gesagt sehe ich hier überhaupt keinen Grund, und das sehen viele von euch aus der Community genauso, das haben wir in den Prozentzahlen gesehen, dieses Perk zu nehmen. Denn so mehr Aufträge ihr macht, desto größer ist der Bonus dabei. Und ab dem dritten Auftrag bekommt ihr bereits, kommt aber darauf an, welchen Auftrag man macht, der eine gibt ja mehr als der andere, bekommt ihr bereits mehr als genug Geld, um einzelne Teammitglieder wieder zurückzukaufen oder um euch genügend Drohnen zu kaufen, wenn ihr jagen gehen wollt oder. Es macht im Prinzip keinen Sinn, dass man dann etwas mehr Geld bekommt. Und ich habe das Ganze getestet. Ihr bekommt mit Punktefreund 20% mehr Geld pro Auftrag, als wenn ihr es nicht hättet. Also statt 10.000 für den dritten bekommt ihr mit Punktefreund 12.000. Ich habe lange nachgedacht, wie man dieses Perk sinnvoller gestalten kann und sinnvoller nutzen kann, und muss euch ehrlich sagen, ich habe keinen konstruktiven Vorschlag, weil die zweite Gruppe um Auffüllen, Hardliner, Overkill, Alarmiert, Geist, Punktefreund so stark besetzt ist, wahrscheinlich die stärkste von den drei Kategorien, dass egal was man hiermit macht, Geist, Overkill, Auffüllen immer davor bleiben wird. Wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Die beiden letzten und schlechtesten aus der letzten Kategorie sind Schrapnell und Kundschafter. Schrapnell, Einstieg mit einem zusätzlichen primären Ausrüstungsteil, sprich ihr habt eine Semtex in eurem Loadout, holt das Loadout, mit Schrapnell habt ihr dann sofort von Anfang an zwei Semtex in der Hand. Explosionsschaden verzögert die Gesundheitsregeneration beim Feind. Ja, muss euch ehrlich sagen, wenn die Semtex trifft, ist der Gegner in der Regel gedownt, wenn sie kleben bleibt, auch wenn er ein Schild vorne hat. Und der Einstieg mit einem zusätzlichen primären Ausrüstungsteil, wenn man Auffüllen spielt, kriegt man die zweite Granate ebenfalls automatisch und bleibt nicht bei einer stehen. Wenn ihr statt Auffüllen einfach über eine zweite Semtex lauft, könnt ihr auch eine zweite Semtex haben, macht also auch keinen wirklichen Unterschied. Wie man das Ganze im Prinzip verbessern kann, dadurch, dass Auffüllen so funktioniert, dass man automatisch zwei Granaten mit der Zeit hat, wenn alles aufgeladen ist, gibt es keinen wirklichen Punkt für Schrapnell. Man könnte Auffüllen schwächen, so dass nur immer eine Granate aufgefüllt wird, was aber auch nur dafür sorgen würde, dass die Leute nur noch Geist und Overkill spielen, ohne Auffüllen. Das heißt, auch hier von mir aus keine wirkliche Information, wie man es besser machen könnte. Es gibt leider ein, zwei Perks, wie ihr seht, die im Prinzip keinen wirklichen Nutzen haben. Und das fast schlechteste Perk in Warzone, und das muss man einfach so sagen, ist Kundschafter. Erkennen Sie feindliche Ausrüstung, Feldaufrüstung und Abschussserien durch Wände. Markieren Sie für Ihr Team mit der Zielvorrichtung, hacken Sie feindliche Claymores, Nährungsminen, C4 und Trophy-Systeme. Ich habe es im Video gestern schon gesagt, und nochmal Erinnerung für euch, wenn ihr an dem Warzone-Turnier von mir teilnehmen wollt, müsst ihr euch im Discord mit eurem Team zu dritt anmelden, eure Team und euren einzelnen Namen reinschreiben. Dann seid ihr in der Verlosung. Jetzt Donnerstagnachmittag, Donnerstagabend im Stream auf Twitch wird live ausgelost, welche 8 Teams im Warzone-Turnier am 12. und 13. Juni mitspielen können. Aber, da habe ich es kurz erwähnt, manchmal, wenn ihr einen Spezi-Bonus habt, ist es ganz cool, ein Trophy-System von einem feindlichen Auto zu hacken. Entweder, weil ihr es dann übernommen habt oder weil ihr es dann abschießen wollt. Ansonsten macht es kaum Sinn, meiner Meinung nach, Claymores zu entdecken oder diese Sachen tatsächlich hacken zu können.
zu wenig Spieler nutzen die Näherungsminen und die Claymores, als dass das hier wirklich Sinn machen würde. Was überpowered wäre, aber was das Perk deutlich besser machen würde, wäre, wenn man Claymores, Näherungsminen auf der Straße, in Räumen, in Häusern, durch Wände hindurch, wenn man auf einer Entfernung von 20 Meter ist, hacken könnte. Damit könnte man einen Gegner überraschen, der im Prinzip eine Claymore setzt, hinter einer Tür wartet, indem ihr von draußen die Claymore hackt. Sie geht vielleicht dann hoch und dann pusht ihr ihn. Das wäre auch automatisch eine Möglichkeit, um Hacker oder um Camper im Prinzip sinnvoller attackieren zu können. Ansonsten gibt es auch hier keine wirklich sinnvolle Änderung, die mir spontan einfällt. Das wäre aber eine Möglichkeit, das Ganze noch besser zu machen. Ihr habt das jetzt ja selber gesehen, das sind jetzt wirklich nur im Prinzip die 5 bzw. 6 schlechtesten Perks. Wir könnten noch 2-3 andere mit reinnehmen, die ebenfalls so gut wie gar nicht genutzt werden, aber irgendwo muss man einfach diesen Cut setzen. Es gibt zu jedem Perk Verbesserungsvorschläge, jeder von euch hat vielleicht welche. Zu denen, die wir jetzt genannt haben, könnt ihr gerne eure Meinung zu schreiben. Wie gesagt, 200 Likes und wir werden uns um die 5 besten Perks kümmern, warum die so gut sind, warum so viele Spieler sie nutzen und wie man das Ganze so ändern kann, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Variabilität haben als Schalldämpfer, Geist, Overkill davor und das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich bin raus für heute. Haut rein!